einen Schneidersitz. Finde deinen Sitzbeinhöcker. Schieb dein Gesäß ein bisschen nach oben, sodass du die Knochen gut spüren kannst. Aktiviere deinen Bauch. Halte deinen Rücken gerade. Zieh deine Schulter nach unten und deinen Kopf nach oben, sodass der Hals auch lang bleibt. Sehr gut. Die Hände kannst du auf deine Knie oder Oberschenkel ablegen. Schließe deine Augen und atme tief durch die Nase ein und tief durch den Mund aus. Bauch nach innen ziehen und ausatmen. Entspannen. Wir nehmen hier noch drei Atemzüge. Nochmal tief ein und aus. Noch zwei. Tief ein, Bauch nach innen ziehen, Beckenboden nach oben und ausatmen. Und ein letztes Mal ein und letztes Mal ausatmen. Dann öffne deine Augen und fang an, deinen Oberkörper von links nach rechts zu kreisen. Beug tief und komm wieder hoch. Noch drei. Noch zwei. Und eins. Dann die Richtung wechseln, von rechts nach links. Ich bräuchte das auch nochmal, wenn du den neuen Termin machst. Jetzt werden wir erstmal das Ende verordnen. Drei. Noch eins. Noch zwei. Und ein letztes Mal. Sehr gut. Dann komm zur Mitte, atme ein und streck die Arme nach oben, heb deinen Blick. Atme aus, streck die Arme nach unten. Nochmal ein. Und aus. Nochmal ein. Beim Ausatmen dreh dich nach links, zieh die Arme Richtung Boden. Atme ein, komm zur Mitte. Atme aus, dreh dich nach rechts. Atme ein, komm zur Mitte, aus, aus, deinen Brustkorb, dreh dich nach links. Letztes Mal zur Seite. Rücken bleibt gerade. Ein zur Mitte, aus, die Arme nach unten. Nehmen. Setz deine linke Hand auf die Matte, streck den rechten Arm hoch, schieb die Hand ein bisschen weiter weg von dir. Hier atmen wir ein und mit dem Ausatmen dreh dich nach links, schließe unter deinen Arm, atme ein und öffne, Blick nach oben zur Hand, aus, schließe. Noch drei. Zwei. Und letztes Mal ein, letztes Mal aus. Und dann lösen. Komm zur Mitte, Seite wechseln. Rechte Hand auf die Matte, schieb leicht nach vorne. Den linken Arm hoch. Einatmen hier. Und mit dem Ausatmen dreh dich nach rechts. Ein, nach links. Zwei.
lösen. Sehr gut. Von hier gehen wir in den Vierfüßlerstand. Achte darauf, dass die Hände unter deiner Schulter sind oder deine Ellenbogen, wenn du auf den Unterarm kommst, die Knie unter deine Hüfte und dann mit dem Einatmen in eine leichte Hohlkreuz kommen, Blick heben, die Schulter öffnen, aus, den Bauch nach innen ziehen, Schulterblätter nach oben zu Decke, ein, komm zurück ins Hohlkreuz. Und aus, Katzenbrücke. Nochmal ein. Aus. Noch dreimal ein. Und aus. Noch zwei. Letztes Mal. Sehr gut. Dann bleibe neutral im Vierfüßler. Aktiviere den Bauch. Halte den Rücken gerade und strecke den rechten Arm nach oben. Das linke Bein nach vorne, das linke Bein nach hinten. Einatmen und aus. Knie und Ellenbogen zusammenziehen. Ein. Zieh dich nochmal in die Länge. Die Hand zieht nach vorne, der Fuß zieht nach hinten. Und aus. Nochmal im Katzenbügel kommen. Noch fünf. Noch vier. Die rechte Hand auf die Matte und lass das linke Bein gestreckt. Mhm. Genau. Wir machen jetzt hier einen Liegestütz. Die Arme beuge, das Bein hebe. Einatmen. Aus. Komm hoch. Und dreimal das rechte Knie heben. Eins, zwei, drei. Ablegen. Liegestütz. Einatmen. Und aus. Bein heben. Eins, zwei, drei. Liegestütz. Einatmen. Und aus. Und eins, zwei und drei. Super. Liegestütz. Einatmen. Aus. Komm hoch. Eins, zwei, drei. Noch zwei Liegestütze machen. Und eins, zwei, drei. Und der letzte. Ein, aus. Dreimal Bein heben. Eins, zwei, drei. Super. Beug das linke Knie, senk dein Gesäß, leg dein Stirn ab, zieh die Arme nach hinten zu den Füßen, entspann deine Schulter. Nochmal tief ein, tief aus, dann komm langsam nach oben im Fersensitz, die Handgelenke auslockern, kreisen, schütteln. Und dann gehen wir noch einmal in den Vierfüßlerstand für die andere Seite. Jetzt strecken wir den linken Arm nach vorne, das rechte Bein nach hinten, einatmen und aus, Knie zum Ellenbogen.
noch 5, 4, 3, 2 und letztes Mal. Dann leg die linke Hand auf deine Matte, lass das rechte Bein gestreckt. Bist du für den Liegestütz bereit? So, Arme beugen, einatmen, Arme strecken, aus. Dreimal linkes Bein heben, 1, 2 und 3. Zurück zum Boden, ein, aus, 1, 2 und 3. Einatmen, ausatmen, 1, 2, 3. Super. Noch 2 Wiederholungen. Eine letzte. Und dann ablegen, Gesäß auf deine Ferse, die Arme nochmal nach hinten ziehen. Hals, Nacken entspannen. Letzter Atemzug. Streck die Arme nach vorne, komm mit 4 Füßen. Und geh mit deinem rechten Arm unter deine linke Schulter. Leg deine rechte Schulter ab, leg deinen Kopf ab. Halte hier in der Dehnung. Dreh dich aus deinem Brustkorb. Halt einen letzten Atemzug. Und langsam lösen, komm nach oben, die Seite wechseln. Linke Arm unter dem rechten, linke Schulter ablegen. Lösen, komm nach oben, komm zur Mitte und 4 Füße zurück, schieb dich nach vorne, schieb das Becken nach vorne, mach einen letzten Liegestütz und leg dich auf deinen Bauch. Bereit? Langsam, langsam, langsam die Arme beugen, bis du auf deinen Bauch bist. Genau, sehr gut. Jetzt beug deine Arme, Ellenbogen sind ungefähr auf Schulterhöhe. Blick nach unten, Hals, Wirbelsäule gerade. Wir atmen hier ein. Und mit dem Ausatmen rollen wir langsam nach oben und strecken wir die Arme. Blick nach vorne, geradeaus. Einatmen. Leg ab, stehen ablegen. Und aus nochmal. Nach oben rollen. Noch 5,
4. Und letztes Mal. Kurz oben bleiben, 3 tiefe Atemzüge hier nehmen, zieh deine Schulter nach unten, halte deinen Hals lang und atme tief ein, tief aus. Noch 2. Eine letzte. Und langsam lösen. Leg jetzt deine Handflächen aufeinander und deine Stirn drauf. Das ist deine Ausgangsposition. Atme hier ein. Und mit dem Ausatmen heb deinen Oberkörper und deine Beine gleichzeitig. Spann dein Gesäß an, wenn du die Beine hebst, und leg wieder ab. Lass die Beine gestreckt, spann dein Gesäß an. Ja, sehr gut. Letztes Mal. Und lösen. So, jetzt hier mit dem Becken und den Beinen rechts und links bewegen. Den unteren Rücken entlasten. Kreise deine Beine. Letztes Mal. Und dann löse. Löse die Hände und nimm sie unter deine Schulter. Die Ellenbogen bleiben geschlossen. Einatmen hier, mit dem Ausatmen. Roll nach oben. Atme ein, leg ab und heb die Beine. Einatmen. Ich bin jetzt verwirrt, kleinen Moment. Einatmen unten, aus, roll nach oben. Ein, zurück zur Matte, Beine heben. Aus, roll nach oben. Ein, zurück zur Matte, die Beine heben. Gesäß ist angespannt. 5, 4, 3, 2. Letztes Mal. Und los. Jetzt mit dem rechten Bein. Öffne deine Hüfte und geh auf deine linke Seite. Rechter Fuß zieht Richtung Boden. Und lösen. Komm zur Mitte, die Seite wechseln.
Mitte kommen und von hier über deine Seite kommen die Rückenlage. Nimm die Hände hinter deinen Kopf, zieh die Füße nach oben, Beine in der Tischposition halten, spann deinen Bauch an, atme ein und mit dem Ausatmen roll nach oben. Ein, ablegen. Spann deinen Bauch an, wenn du hochkommst. Sehr gut. Nächstes Mal, wenn du nach oben rollst, tipp mit dem einen Fuß auf die Matte, zurück, ein und aus, Bein wechseln, ein, noch dreimal pro Bein. Noch zwei. Und letztes Mal mit dem rechten Fuß. Letztes Mal mit dem linken. Und dann leg deine Schulter ab. Zieh deine Beine zur Brust, schaukel nach rechts und links. Dreh deinen Kopf nach rechts und nach links. Nimm einen letzten Atemzug hier. Und dann löse langsam, löse die Hände, stell die Füße auf. Wir nehmen die Hände noch einmal hinter den Kopf, aber dieses Mal rollen wir diagonal nach oben auf. Atme ein und mit dem Ausatmen nach oben rechts, rechtes Knie zum linken Schulter ziehen, ablegen, aus die Seite wechseln. Mit deinem Oberkörper nach oben rollen und gleichzeitig drehen. Noch zwei und letztes Mal pro Seite. Und dann löse die Hände. Kreuz jetzt dein rechtes Bein über dein linkes. Und schieb das Becken leicht nach rechts. Lass beide Beine nach links senken.
Löse die Beine, komm zur Mitte. Und dann kreuz linkes über das rechte Bein. Schieb dein Becken nach links. Lass die Beine nach rechts auf deine rechte Seite fallen. Versuch mal, beide Schultern auf der Matte zu liegen zu lassen. Und löse. Komm zur Mitte. Stell die Füße auf, zieh die Ferse zum Gesäß und streck die Arme über den Kopf. Das ist deine Ausgangsposition. Du atmest hier ein, mit dem Ausatmen Becken nach hinten kippen, nach oben rollen, Arme nach vorne ziehen. Gesäß ist angespannt. Und zurück zur Matte, die Arme über den Kopf strecken und wieder nach vorne. Aus. Sechs, fünf, vier, drei, zwei und eins. Halte die Arme senkrecht zum Boden, halte das Becken hoch für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 und löse. Lass beide Beine rechts, links nach unten fallen, nimm die Füße zusammen. Bleib hier in der Schmetterlingsdehnung. Und lösen. Stell die Füße nochmal auf. Wir machen eine letzte Übung für die Beine und das Gesäß. Streck das rechte Bein nach vorne. Wir kommen noch einmal in die Schulterbrücke hoch, aber gleichzeitig ziehen wir auch das Bein Richtung Oberkörper. Und dann senken wir Bein und Becken, einatmen und aus. Becken und Bein heben, ein Becken und Bein ablegen. Druck auf deine linke Ferse, wenn du hochkommst, damit du deine Gesäßmuskulatur mehr aktivierst. Die letzte 6.
5. Knie, linke Fuß auf das rechte Bein und zieh jetzt beide Beine zum Oberkörper. So, Seitewechsel, streck das linke Bein nach vorne, gib das Becken nach hinten, komm langsam hoch, heb dein Bein und zurück zur Matte. Ein und aus. Ablegen, Druck auf deine Ferse und hoch. Ein und Wiederholung, dann ablegen, rechter Fuß auf das linke Bein, zieh beide Beine zu dir und halte. Langsam lösen. So, jetzt legen wir uns auf die Seite. Und stützen wir uns auf den Unterarm. Wir machen seitliche Unterarmstütz. Wenn du das Bein unten gebeugt hast, also wenn du hier bist, ist leicht. Wenn beide Beine gestreckt sind, ist ein bisschen schwieriger. Ja? Achte darauf, dass deine Ellenbogen unter deiner Schulter ist, der Bauch ist fest, der Rücken ist gerade. Wie lange halten wir? 2x10? 10 Sekunden, okay? Seid ihr bereit? Einatmen, ausatmen, komm hoch und halte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Becken ablegen, beug das Bein unten, komm noch einmal hoch, streck den Arm und zieh Ellenbogen und Knie zusammen. Ein und aus. Ein und aus. Noch 3, noch 2 und letztes Mal. Sehr gut. Ablegen, komm hoch, streck den Arm, der unten war nach oben und beug zu der anderen Seite, zu der geringen Seite. Sehr gut. Einatmen, Kopf zur Mitte. Und aus, noch einmal. Beugen.
Letztes Mal ein und aus. Und lösen. So, jetzt die Seite wechseln. Sind alle bereit? Atme ein und mit dem Ausatmen heb dein Becken und halte hier für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Leg dein Becken ab, beug das Bein unten. Noch einmal heben. Streck den Arm über den Kopf, einatmen und aus, Knie und Ellenbogen zusammenziehen. Ja, genau. Noch 3, 2. Letzte Wiederholung. Geschafft. Sehr gut. Ablegen. Komm hoch. Streck den Arm nach oben, atme ein. Und mit dem Ausatmen beug zu der Gegenseite. Atme ein, komm zur Mitte. Und aus. Nochmal zur Seite. Letztes Mal. Sehr gut. Jetzt von hier kommen den Vierfüßlerstand. Stell deine Fußspitzen auf. Atme ein. Mit dem Ausatmen streck die Beine, schieb dein Becken nach oben, komm in den herabschauenden Hund. Wir halten hier für 3 Atemzüge. Lass die Knie leicht gebeugt, sodass dein Becken weiter nach oben geht und deine Wirbelsäule lang bleibt. Noch 2-mal ein- und ausatmen. Letztes Mal. Sehr gut. Zieh deinen rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände und leg dein linkes Knie ab. Mach einen großen Schritt. Linke Hand auf die Matte. Rechte Hand zur Decke nach oben. Löse. Heb dein linkes Knie, schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Vom Bein wechseln, linke Fuß nach vorne, zwischen die Hände, rechtes Knie ablegen, rechte Hand neben dem linken Fuß, linke Hand zur Decke. Löse, komm zur Mitte, zieh deinen linken Fuß zurück und setz dich auf deine Matte. Geht euch gut? Kreis den Kopf von links nach rechts und rechts nach links. Nur einen halben Kreis. Letztes Mal. Da
dann bleib auf deine linke Schulter und zieh den Kopf leicht nach hinten. Über die Seite, über die Mitte, die Seite wechseln. Und löse. Komm zur Mitte. Mit zwei Händen zieh deinen Kopf nach vorne zum Brustbein. Langsam lösen. Atme ein, Arme nach oben strecken, aus, nach unten, nochmal ein und aus und letztes Mal ein und aus. Atmen. Geschafft. Dankeschön. Gut gemacht. Einen schönen Tag. Danke euch. Und bis zum nächsten Mal.